Hallo Leute, herzlich willkommen zu One Night Hot Springs. Inhaltswarnung, bevor wir dieses Spiel loslegen, werden dieses Spiel behandelt Probleme, mit denen Transgender-Frauen in Japan konfrontiert sein könnte. Ein Thema, das sensibel und persönlich ist. Also, um nochmal jetzt zur Geschichte zu kommen. Haru wird von ihrem alten Freund Manami eingeladen, eine Nacht in den heißen Quellen zu verbringen. Haru will nur die heißen Quellen genießen, wie alle anderen, aber sie will keinen Ärger machen. Und ja, wir spielen. Oder wir sind eine Transgender-Frau, also eigentlich geborener Mann und jetzt Frau. Und es ist meiner Meinung nach sehr interessant. Gibt's sogar auf Deutsch, was mich halt für ein Indie-Spieler ist, das ist Wahnsinn. Vielleicht mit dem Google-Übersetzer, aber naja. Guck mal, was wir hier. Möchtest du Hinweise bekommen? Joa. NPC Siki starten. Das ist alles mehr oder weniger per Hand gezeichnet, irgendwie. Und ich werde jetzt mal gucken, dass gerade mal. Ich bin ein bisschen überbelichtet. Ja, wir starten direkt mal ein neues Spiel. Ich finde das Setting auch cool. Heiße Quellen ist schon cool. Wer ruft mich da wohl an? Haru, es ist so lange her, dass wir miteinander gesprochen haben. Entschuldige den plötzlichen Anruf, du bist doch nicht beschäftigt, oder? Nein, gar nicht. Wie ging es dir so, Mann, Manami? Es ging mir großartig, ich rufe dich aus folgendem Grund an. Mein Geburtstag steht vor der Tür. Da es mein 20. ist, erlauben mir meine Eltern etwas mit meinen Freunden zu unternehmen. Ich habe mir überlegt, mit meinen beiden besten Freundinnen zu den heißen Quellen zu gehen. Und selbstverständlich schließe ich das ein. Meine Eltern werden für alles bezahlen. Mach dir keine Sorgen um die Kosten. Heiße Quellen, aber du weißt doch, dass ich. Ich weiß, deswegen habe ich dich angerufen, bevor ich endgültige Entscheidungen treffe. Was, bevor ich die endgültige Entscheidung treffe. Haru, du bist mein ältester und engster Freund. Ich hab's gelesen. Es würde mir unglaublich viel bedeuten, wenn du mit mir meinen 20. Geburtstag feiern würdest. Aber ich möchte auch, dass du dich vollkommen wohlfühlst. Lass mich wissen, was ich tun kann, damit alles für dich so angenehm wie möglich ist. Aber es ist Jahre her, seitdem ich in einem Badehaus war, geschweige denn einer heißen Quelle. Ich weiß, deswegen ist es eine gute Gelegenheit, ich werde bei dir sein. Wenn du irgendwie belästigt wirst, kannst du es mir sagen. Ich mache mir keine Sorgen darüber, dass ich mich unwohl fühlen werde. Es geht mir eher um alle anderen. Alles wird gut. Niemand wird es merken. Doch das werden sie. Haru, niemand achtet darauf, so sehr wie du denkst, versprochen. Bitte, komm mit für mich. Was soll ich ihr sagen? Wenn es private Bäder gibt, fein ist. Wenn es private Bäder gibt, komme ich mit. Juhu, das wird der beste Geburtstag aller Zeiten. Ich rufe dich zurück, sobald alles geregelt ist. Sie legt immer so schnell auf. Ich kann nicht glauben, dass ich so gesagt habe. Was soll ich tun? Wie benehmen sich Frauen, wenn sie zusammen zu heißen Quellen gehen? Mal sehen, welche Ereignisse ich für heiße Quelle mit Freundinnen bekomme. Oh, ein Artikel mit dem Titel. Wenn du mit den Mädels zu heißen Quellen gehst. Du musst dir nicht zu viele Gedanken über Make-up machen, also sollte ich ein wenig darüber nachdenken. Mach dir keine Sorgen wegen deiner Brüste. Ich glaube nicht, dass ich mich überhaupt darüber sorgen kann. Aber vergiss nicht, dich zu rasieren. Moment, rasieren? Wo genau? Und wie viel? Ach, ich weiß doch auch nicht. Ich werde einfach warten, bis Manami mich wegen weiterer Details anruft. Genug Internet für heute. Ich gehe für heute besser schlafen. Ich bin wirklich hier. Was tue ich hier nur?
Ich bin hierfür wirklich nicht bereit. Aber jetzt bin ich hier, ich muss einfach durchboxen. Du schaffst es, Haru. Haru, hier drüben. Huch. Hi, Manami. Habe ich immer Hanami gesagt? Oh, wow, Haru, ich liebe deine Frisur. Danke, ich habe meine Haare wachsen lassen. Es sieht großartig aus. Danke, Manami. Erika. Hey, Manami, vergiss mich nie, bitte nicht. Oh, tut mir leid, Erika. Das ist Taro, wir sind seit der Kindheit befreundet. Und Taro, das ist Erika, meine Freundin aus der Oberschule. Mein Nachname ist Nagato. Nee, Nagata, falls du dich das gefragt hast. Ich bin Haru Suzuki. Es freut mich, sie kennenzulernen. Du kannst mich auch duzen, wir sind immerhin gleich alt. Wir sind gleich alt? Jap. Naja, fast Erika ist 20. Ich habe von Manami gehört, dass ihr zwei auf derselben Vorschule wart. Jawohl, ich meine ja. Wow, du musst dich mal locker machen. Ein Sprung in die heiße Quelle wird dir gut tun. Manami, checkst du uns ein oder was? Richtig, gehen wir. Willkommen. Hallo, ich habe eine Reservierung unter dem Namen Tachibana. Ja, hier steht Ihre Reservierung. Würden Sie bitte diesen Anmeldungsformular ausfüllen? Hallo Erika, füllt ihr euch bitte, was füllt ihr eure bitte aus? Ja klar, okay. Zeit, das Formular auszufüllen. Zuerst mein Name. Ich muss wahrscheinlich meinen offiziellen Namen eintragen. Mein offizielles Geschlecht auch. Ich sollte den Rest des Formulars ausfüllen. Alter 19. Wohnort und Beschäftigung. Und alles Weitere. Ich bin fertig. Ich auch. Danke. Hier sind die Anmeldeformulare. Ich danke Ihnen. Lassen Sie mich kurz, Herr Aruto Suzuki? Ich muss wohl antworten. Das wäre dann ich. Ich verstehe. Ihr Zimmer ist in der Ginkgo-Raum, zweiter Stock. Bitte genießen Sie Ihren Aufenthalt. Gehen wir in unser Zimmer. Ich kaufe mir erstmal einen Drink, sonst verdurste ich noch. Ich möchte auch gerne so eine heiße Quelle in Japan. Ich habe Bock drauf. Wir sehen uns im Zimmer. Haru, geht es dir gut? Ja, mach dir keine Sorgen um mich. Gehen wir in das Zimmer. Haru. Was sie sich wohl jetzt gedacht hat, die Dame? Nice, ein richtiges Tatami-Zimmer. Tatami kriegt man echt schwer wieder sauber, aber ich liebe, wie es aussieht. Ich liebe auch Tatami. Es riecht so schön. Ja, die riechen echt so ein bisschen nach, naja, gut, was. Anfangs so ein bisschen nach Kaninchen. Ich habe hier auch zwei Matten rumliegen. Ich möchte einfach nur darauf liegen und schlafen. Die sind echt bequem. Also mit einer Matte drauf geht das eigentlich. Nur zu Suzuki. Ich werde zu den heißen Quellen gehen, während du hier ein Nickerchen hältst. Nein, geht nicht ohne mich. Ich will auch zu den heißen Quellen. Ich habe mir Spaß gemacht, obwohl ich so schnell wie möglich zu den heißen Quellen will. Ich habe in letzter Zeit viel zu viel gebüffelt. Mein Kopf braucht eine Pause. Die heißen Quellen. Ich schätze, wir sollten uns vorher umziehen. Die Yukata sollten doch irgendwo hier sein. Hier sind sie nicht. Oder hier? Oder? Gefunden! Einen für jeden von uns. Oh, sind sie süß. Ich frage mich, ob sie zum Verkauf stehen. Ziehen wir uns um danach. Ich ziehe mich im Badezimmer um. Was ist mit ihr? Oh. Gott sei Dank sind die Yukata unisex. Ich hoffe nur, dass er groß genug für mich ist. Es sieht so aus, als würde er mir passen. Yukata haben alle Streifen. Also es ist es besser, wenn man nicht allzu kurvig ist. Perfekt für mich. Ich hoffe, ich kann ihn richtig binden. Ist auch cool gemacht. Also für ein Indie-Spiel ist das schon echt sehr künstlerisch. Auch cool umgesetzt auf jeden Fall. Was hat das mit den Leben hier auf sich? Okay, das ist keine gute Schleife. Lass es mich nochmal versuchen. Vielleicht ist das ein bisschen besser.
Man kann auch speichern. Kann man hier auch Game Over gehen, oder? Damit kann ich leben. Entschuldigt, dass ihr warten musstet. Oh, du siehst gut aus. Danke. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, Erika. Ich sagte doch, du sollst das nicht erwähnen. Schon okay, Haru? Es ist besser als die andere mögliche Reaktion. Gehen wir, ich muss mir die Zeiten für die Privatbilder ansehen. Moment, kommst du nicht mit uns zu den Frauenbädern? Es wäre ein bisschen zu, du weißt schon. Ich glaube nicht, dass es eine große Sache sein würde. Erika, lass es. Es ist okay. Ich wollte sowieso zu den Privatbädern. Kommt schon, gehen wir. Haru, Erika und ich gehen dann vor. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich sehe euch beim Abendessen. Du hast dir gehört, Manami. Gehen wir. Zieh dich, was? Zieh nicht an meinem Arm. Bis dann, Suzuki. Manami macht sich Sorgen um mich. Das muss aufhören. Zuerst sollte ich herausfinden, wie ich mir einen Bart buchen kann. Entschuldigung, wie kann ich Ihnen helfen? Wie buche ich ein privates Bad? Wenn Sie die Familienbäder meinen, gehen Sie bitte zu der Linken und tragen Sie Ihren Namen und Ihr Zimmer auf die Liste ein. Vielen Dank. Die Familienbäder sind zur Rechten. Alles klar, danke. Ich bin hier, aber es ist wirklich okay für jemanden wie mich, in ein Familienbad zu gehen. Darf man überhaupt alleine Familienbad benutzen? Ich würde nur das Zeitfenster einer richtigen Familie stehlen. Was soll ich tun? Soll ich aufgeben? Ich glaube, ich gebe es auf. Ich speichere aber vor mal. Ich könnte einfach in meinem Zimmer duschen. So würde ich niemandem Probleme bereiten. Man verliert tatsächlich wirklich Leben. Ich habe schon zwei Leben verloren, weil ich zweimal falsch geantwortet habe. Es ist unfassbar. Außerdem ist es ein schönes Zimmer. Ich kann dort bis zum Abendessen rumhängen. Ich habe keinen Grund, um weiter hier zu trödeln. Immer ein umfangreiches Spiel, dadurch, dass es halt wirklich ein Indie-Spiel ist. Also, ich weiß nicht, wie lange wir hier noch weiterspielen. Ich habe noch ein paar Stunden bis zum Abendessen. Manami und Nagata werden wahrscheinlich noch eine Weile weg sein. Wie kann ich die Zeit totschlagen? Doch, ich kann ja nur ein Nickerchen machen. Vielleicht mache ich ein Nickerchen. Ich bin jetzt schon irgendwie erschöpft. Der Futon ist schon aufgestellt, aber die Tatami ist so schön. Ich mache einfach ein kleines Nickerchen. Oh, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Manami und Nagata sollten bald zurück sein. Wir sind zurück. Hey Suzuki, konntest du die privaten Bäder genießen? Ich bin nicht hingegangen. Was soll ich ihr sagen? Es war großartig. Wir werden mal sagen, es war großartig. Sie waren großartig. Es war wirklich entspannend. Oh, das ist schön. Ich habe keine Leben mehr. Bin ich jetzt Game Over? Hattet ihr beiden Spaß bei den heißen Quellen? Ja, es war wirklich schön. Ja, ich war noch nie an so einem schicken Ort bevor. Du hättest mit uns kommen sollen. Aber es freut mich, dass ihr Spaß hattet. Uharu, ich glaube, du hast etwas in deinen Haaren. Lass mich für dich wegnehmen. Schon okay, ich mach das selbst. Du weißt nicht einmal, wo es ist. Du könntest es mir verraten. Aber es wäre einfacher, wenn ich es wegnehmen würde. Da, ich hab's. Danke. So ist das also. Wie ist was? Nichts, nichts. Wann ist das Essen endlich da? Klopf. Entschuldigung? Guten Abend, bitte erlauben Sie mir, den Tisch für Sie zu decken. Was möchten Sie trinken? Was möchtet ihr beiden? Wie wär's mit Bier für alle? Für mich nur einen Dolong-Tee, ich bin noch minderjährig. Klar. In Japan ist man übrigens erst ab 20 volljährig. Also nicht wundern, deswegen sind ja noch 19, also minderjährig. In Deutschland ist man ja schon mit 18 erwachsen. Ja, kann man sehen, wie man möchte.
Zwei Bier und einen Oolong-Tee, bitte. Ich wünsche dir guten Appetit. Mein Name ist Bier, okay für dich? Ich habe ihn noch nie getrunken. Mach dir keinen Kopf, es ist dein 20. Du solltest zumindest mal daran nippen. Wenn es dir nicht gefällt, trink. Ich es für dich aus. Viel wichtiger ist das Essen. Es ist unglaublich. Lasst uns essen. Ich habe eine Tofu-Nabe bestellt, damit wir alle teilen können. Keine Sorge, Erika. Es ist alles vegetarisch. Du bist Vegetarier, Nagata? Ja, das macht echt schwer, auswärts zu essen. Vor allem in Japan, glaube ich. Die sind da ja nicht so vegetarisch aufgestellt wie wir. Ich kann nicht mal einen Salat kaufen, ohne mir Sorgen zu machen, ob vielleicht tierische Produkte drin sind. Wirklich, ist da nicht nur Gemüse drin? Aha, du wirst überrascht. Das sind manchmal Sachen wie Speck oder Gelatine dabei. Und Gelatine ist auch nicht immer pflanzlich. Ja, Manami hat mir mal einen Kartoffelsalat mit Gelatine und Speck gekauft. Aber jetzt weiß ich es besser. Wie dem auch sei, die Getränke hier sind, also sollten wir anstoßen. Du hast Geburtstag, also fang an. Also gut, vielen Dank, dass ihr meinen Geburtstag mit mir feiert. Es bedeutet mir sehr viel, dass meine zwei besten Freundinnen hier sind. Auf euch! Prost, Prost. Jetzt, da wir das erledigt haben, essen wir. Dieser Tempura Maitake ist so knusprig. Oh Mann, dieser Tofu ist so weich. Es schmeckt noch besser mit einer Prise von dem Himalaya-Salz. Das war lecker. Ich bin so voll. Natürlich bist du das. Wie viele Schüsseln Reis waren das jetzt? Ich weiß nicht. Ich bin auch pappsatt. Ihr zwei Trottel. Haru ist kein Trottel. Genauso wie Hanami. Was für Trottel. Mein Körper fühlt sich schwer an. Ah, sie ist eingeschlafen. Suzuki, hilfst du mir, sie zum zuvorigen Futon zu tragen? Okay. Ich will nicht wissen, wie lange dieses Abenteuer geht. Sie ist echt schwer, weil sie Sport treibt. Es sind alles Muskeln. Wirklich? Das wusste ich nicht. Auch wenn ich es mir vorstellen kann, sie ist immer so voller Energie. Sie ist direkt eingeschlafen. Ich glaube, das war das Bier. Ja, wer hätte das gedacht, dass Manami sich so leicht ausknipsen lässt? Es ist aber eine gute Gelegenheit für mich. Eine gute Gelegenheit? Ich wollte mit dir sprechen. Aber Manami war so sensibel, was das angeht. Also habe ich mir gedacht, ich frage dich, wenn Manami nicht in der Nähe ist. Ehrlich gesagt bin ich bei solchen Sachen nicht gut. Aber ich will dich wirklich besser verstehen. Und du kannst mich jederzeit unterbrechen, wenn du nicht reden möchtest. Also, hast du was dagegen, wenn wir ein bisschen reden? Nagata ist Manamis Freundin. Ich bin mir nicht sicher. Sie meint es nur gut. Aber ich habe zuvor noch nie jemandem darüber gesprochen. Was soll ich hier sagen? Ich bin ein wenig müde, also. Entschuldige mich, ich bin ein bisschen wenig müde. Oh, alles klar. Entschuldigung, komische Frage. Ich gehe dann wieder mal zu den Bädern. Warte nicht auf mich. Ich muss Nagata enttäuscht haben. Aber ich bin heute wirklich nicht in Stimmung, um über meine Transsexualität zu reden. Besonders nicht mit Manamis Freundin. Dieses ganze Reden macht mich so anstrengend kaputt. Ich habe nicht einmal richtig Manami darüber gesprochen. Sie will nie darüber reden, weil es ihr nicht so wichtig ist. Aber mir ist es wichtig. Es ist, wer ich bin. Es ist zu früh, um schlafen zu gehen. Vielleicht lege ich mich einfach kurz hin. Das erinnert mich irgendwie an meinen Schulausflug. Ich hatte keine Freunde in meiner Gruppe. Ich habe meine ganze Freizeit damit verbracht, mich vor allem zu verstecken. In der Schule musste ich in Jungenuniform tragen. Selbstverständlich war ich auch in einer Gruppe voller Jungs. Eine Stunde in heißen Quellen am Hotel war Teil des Reiseplans, also konnte ich mich natürlich nicht drücken. Ich war nicht mehr in einem öffentlichen Bad, seitdem ich zu alt wurde, um mit meiner Mama zu den Frauenbädern zu gehen. Selbst in dem Alter habe ich nicht einmal daran gedacht, zu den Männerbädern zu gehen. Aber mein Lehrer hat versucht, mich
zwingen, mit allen anderen in eine Männerbar zu gehen. Das ist in Japan tatsächlich auch echt ein Thema. Ich glaube, Transgender. Ich glaube nicht, dass sie so. Man kriegt immer nicht viel mit, ne? Und ich denke auch so einen heißen Bädern in öffentlichen Sachen. Ich glaube, die sind da noch irgendwie. Die kommen da, glaube ich, noch nicht so mit klar, glaube ich, irgendwie. Ich habe mich einfach die ganze Zeit bei den Toiletten im Umkleideraum versteckt. Letzten Endes war ich dieses Mal auch nicht in den heißen Quellen. Dieser Ausdruck ist definitiv tausendmal besser. Ich meine, niemand ignoriert mich oder schreibt mich an. Haru? Manami? Warum bist du noch wach? Hat Manami gehört, wie ich mal mit mir gesprochen habe? Ich war gerade auf dem Weg ins Bett. Oh, dann störe ich dich nicht weiter. Sieht so aus, als hätte sie nichts gehört. Gehst du nicht schlafen? Ich glaube, ich bleibe für eine Weile wach. Ich bin direkt nach dem Essen eingeschlafen. Ich hatte keine Chance, das Zimmer richtig zu betrachten. Ich möchte dich nicht wach halten, weil du müde bist, aber wenn du noch nicht schlafen möchtest, würdest du etwas länger wach bleiben und mir Gesellschaft leisten? Entschuldige, ich bin ein wenig erschöpft. Geht es dir nicht gut? Ja, es war nur ein langer Tag. Wenn du meinst, ich hole mir etwas zu trinken. Gute Nacht. Tut mir leid, Manami. Ich bin jetzt nun nicht in die Stimmung zu reden. Ich sollte schlafen. Es ist morgen. Es sieht so aus, als wären die anderen nicht wach. Ich ziehe mich besser um. Alter, das Spiel ist schon umfangreich. Wir sind schon 21 Minuten, Junge. Ich habe eine Notiz in Manamis Zimmer hinterlassen, in der steht, dass ich schon gegangen bin. Ich bin einfach viel zu erschöpft, um jetzt mit jemandem zu reden. Ich habe mein Bestes gegeben, um den Ausflug zu den heißen Quellen zu genießen, aber ich schätze, es ist einfach nicht möglich für mich. Ich will einfach nur in mein Bett zu Hause. Ich rufe Manami später an, um mich zu entschuldigen. Aber jetzt will ich einfach nicht mehr hier sein. Das ist schon traurig, dass man so. Bad End, Hot Springs are not okay. Ach, das, also es hätte tatsächlich noch ein anderes Ende gegeben. Könnt ihr vielleicht gerne mal spielen, wenn ihr möchtet. Es ist aber schon traurig, dass man sich halt dafür schämen muss. Ich meine, man hat sich ja im Grunde genommen nicht ausgesucht und das ist halt wirklich schon traurig eigentlich, ne? Es sollte nicht so sein. Ich finde, man sollte da echt offen drüber reden können. Ja, war mal ein Spiel, welches zum Anregen, also zum Denken angeregt hat. Kein schlechtes Spiel, schön gezeichnet, und von den Entwicklern gibt es ja auch noch in diesem System ein paar andere Spiele. Vielleicht können wir das auch gerne mal in Zeiten noch mal ein paar andere spielen. Ja, ein sehr umfangreiches Spiel. Es hat eine deutsche Sprachausgabe gehabt, hat das natürlich immer einiges hier in dem Sinne vereinfacht. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, bis dann. Ciao, ciao.